Kennst du vielleicht auch das Gefühl, ohne dein Smartphone nicht vollständig zu sein? Oder dich vollkommen lost zu fühlen, so als hättest du den Draht zur Welt verloren? Keine News, keine Mails, keine Messages, kein Social Media für ein paar Tage? Hilfe, denken da die meisten. Geht gar nicht. Unsere Smartphones sind inzwischen unser erweitertes Ich. Krass, oder? 37 Stunden in der Woche hängen wir in digitalen Medien rum, rein privat. Das Geschäftliche kommt dann noch obendrauf. Viele von uns sind regelrechte Handy-Junkies und vergessen dabei, ihr ganz reales, erfahrbares Leben zu leben. Das macht traurig und einsam, auf Dauer auch krank, sagt Digital Detox-Expertin Monika Schmiederer, mit der ich in dieser Episode zum Thema »Ich und mein Smartphone, kann ich auch ohne?« wie du der Falle der digitalen Abhängigkeit entkommst, spreche. Monika Schmiederer hilft nämlich anderen Menschen, sich vom verführerischen Suchtcharakter digitaler Medien in Richtung einer selbstbestimmten gesunden Balance zwischen digitalen und realem Leben zu bewegen. Dabei geht's aber gar nicht um irgendwie einen erhobenen Zeigefinger und Abstinenz. Es geht um clevere und vor allem konkrete Tipps, die wir sofort umsetzen können. Das solltest du nicht verpassen. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Handy hier, Bildschirm da und abends dann noch Netflix streamen. Unser modernes Leben ist voll digitalisiert und findet immer mehr zwischen den Bildschirmen statt. Kein Wunder, denn wir als Gesellschaft stecken mittendrin in der digitalen Revolution, die rasend schnell voranschreitet und ja auch jede Menge Möglichkeiten für uns eröffnet, aber eben auch ihre Schattenseiten und Risiken hat. Die meisten von uns sind ja noch analog geboren und nun führen wir quasi ein Multimedia-Leben, das immer schneller wird. Biologisch, sagen Experten, sind wir dafür gar nicht gemacht. Deshalb hat der Multitasking-Stress des Digitalen, dieses ständige Online-Sein bis hin zur Online- oder Handysucht, so gravierende Auswirkungen auf uns. Manche werden krank vom ständigen sich vergleichen müssen, andere verlieren sich in Fluten von Mails, Nachrichten und Zoom-Meetings und auch in Beziehungen zeigt das digitale Leben Spuren. Denn in gar nicht so wenigen Beziehungen schauen die Partner mehr ins Handy als dem anderen in die Augen. Was also tun? Wie können wir in unserem modernen Leben klarkommen und die Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir uns nicht verlieren, dass wir unseren Medienkonsum bestimmen und nicht er uns? Das ist die spannende Frage, bei der immer mehr Menschen nach Antwort suchen. Und auch wir versuchen heute darauf Antworten zu finden. Mit einer spannenden Interviewgästin, die ich mir eingeladen habe. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Monika Schmiederer, eine der bekanntesten Digital Detox-Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Hallo Monika, schön, dass du hier bist bei Leben, Leben lassen im Podcast. Monika, du bist Coach, Autorin, Speakerin und vor allem, darum soll es ja heute gehen, Digital Detox Expertin. Du hast einen eigenen Ratgeber dazu geschrieben, Switch Off, ein Buch, das dazu einlädt, wieder einen gesunden, selbstbestimmten Umgang mit den digitalen Medien zu lernen, mit ganz konkreten Schritten, wie man das umsetzen kann. Was gibt's sonst noch zu dir zu sagen? Du lebst mit deiner Familie in Tirol, bist, obwohl du ja Digital Detox-Expertin bist, in den Medien sehr präsent mit deiner Message. Was habe ich noch vergessen? Was gibt's noch zu dir zu sagen? Was fehlt noch? Ja, liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten dürfen. Vielen herzlichen Dank. Du hast ja schon ganz viel jetzt erzählt von mir und ich glaube, was wichtig ist noch über mich, ich arbeite ganz, ganz viel mit Meditation, mit Persönlichkeitsentwicklung, so innerer Arbeit, weil ich einfach das sehr, sehr wichtig finde in dieser so enorm außenorientierten Zeit und Welt, in der wir leben, dass wir so diese innere Arbeit wieder mehr in den Mittelpunkt stellen und wirklich diese inneren Kräfte und diese inneren Akkus und diese inneren Wahrheiten und Führungsqualitäten in uns selbst nicht vergessen. Da können wir ja gleich einsteigen, Monika. Meinst du das, dass wir das in uns, unsere eigene Stärke, unsere eigene Wahrnehmung wieder mehr etablieren sollten als Gegengewicht zu dieser medialen Welt, die ja sehr viel von unserer Aufmerksamkeit bindet? Absolut. Also wir sind jetzt
sind wir jetzt im 2022 und sind momentan im Schnitt 11 Stunden täglich online. Ja. Natürlich ist das nicht nur privates Surfen und Katzenvideos schauen, sondern das sind natürlich auch viele berufliche oder auch wichtige Kommunikations- und Recherchetätigkeiten dabei. Aber so privat gehen wir doch im Schnitt 37 Stunden die Woche online. Und wenn wir uns das anschauen, diese private Mediennutzung, auf die ich mich jetzt vor allem spezialisiere, da ist natürlich ganz viel verlorenes Potenzial. Da verschwenden wir eigentlich sehr viel Zeit an die virtuelle Welt, ans digitale Paralleluniversum, die uns dann fehlt für schöne Beziehungen, gute, tiefe Freundschaften, bereichernde Hobbys, erfüllende Projekte und so weiter. Nun geht ja, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst in deiner Arbeit als Coachin, der Weg sehr viele Menschen doch dahin, sich sehr stark mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstheit zu beschäftigen. So fällt mir das jedenfalls auf in meiner Arbeit. Und wie erklärst du es dir, dass wir das dann doch in der Umsetzung häufig so machen, dass wir uns im Außen verlieren? Also wie werden wir, obwohl wir unseren Blick doch eigentlich auf uns lenken wollen, doch cyberkrank? Also ich glaube, was, wenn wir sehen, dass sich so viele Menschen beginnen, mit diesen Themen zu beschäftigen, sehen wir ja vorerst einmal ein Aufkommen, ein Sichtbarwerden einer inneren Sehnsucht. Diese Sehnsucht zu haben, diese Sehnsucht zu artikulieren, zu vertreten, anzufangen, Inhalte zu suchen oder selbst sich da auch zu positionieren, ist ja erst der erste Schritt. Ein ganz, ganz enorm wichtiger, aber doch ein erster Schritt. Und dann diese ganzen Tipps nicht nur reinzuholen, aus verschiedensten Instagram-Kanälen, aus verschiedensten Blogs, aus verschiedensten Podcasts und anderen Medien, sondern das dann auch sacken zu lassen, umzusetzen, da wirklich so die eigene Substanz reinzubringen in das, was ich gerade im Außen irgendwo reingeholt und gelernt habe. Das ist ja das dann, wo quasi unter Anführungsstrichen die Magie passiert, wo dann wirklich eine Veränderung stattfindet, wo ich wirklich wachse. Aber wir werden jetzt natürlich durch die Fülle der Angebote, Informationen und Impulse dazu verführt, immer noch mehr reinzuholen, anstatt das Reingeholte tatsächlich wirken zu lassen. Und da kommt dann wirklich das Thema digitale Balance, gesunder Umgang mit den Medien, bewusste Nutzung in eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil nur wenn wir bewusst bleiben dabei, dass wir diese Informationen, die wir reinholen, auch verarbeiten müssen, um davon profitieren zu können, gehen wir quasi den zweiten, den dritten, den vierten Schritt. Geht ja so in die Richtung, Monika, weniger ist mehr, oder? Und ich höre da auch so ein bisschen raus, dass so die Inspirationen und diese Möglichkeiten, wie ich ja finde, die uns die digitale Welt zur Verfügung stellst, nicht per se verteufelst, Nein. sondern es geht ja darum, dass wir überhaupt noch den Raum haben, in die Umsetzung dieser Ideen und dieser Konzepte zu kommen, die wir aufnehmen. Genau so ist es. Wir können ja auch verschiedene Arten die Medien nutzen. Also ich unterscheide gern die vier verschiedenen Arten. Die erste ist die proaktive Nutzung. Das heißt, die Kommunikation in meiner Beziehung ist nicht mehr, wie es mir gut tut. Ich fühle mich nicht mehr verstanden, ich fühle mich nicht gehört. Dann gebe ich das in Google ein, ja, und bekomme verschiedenste Tipps von verschiedenen Experten, wie ich die Kommunikation in meiner Beziehung verbessern kann. Wenn ich dann mir ein paar Tipps rauslese oder ein paar Videos anschaue und wirklich mir das auch vielleicht sogar ein paar Notizen mache, wenn ich wirklich reingehe in diesen Inhalt, vielleicht noch ein weiterführendes Buch bestelle und das dann wirklich nehme, mich auf gewisse Goldstücke unter Anführungsstrichen, die ich gefunden habe, konzentriere und dann tatsächlich weiterarbeite mit dem, dann wäre das ein super Beispiel für eine proaktive Nutzung. Ich habe die Medien genutzt, ich habe mir die Impulse geholt, aber ich habe mich nicht damit überschwemmt bis zu dem Punkt, an dem ich selber gar nicht mehr weiß, was ich jetzt von diesen Tipps überhaupt glauben soll. Außerdem widersprechen sich die jetzt dann auch noch und so weiter und so weiter. Und letztlich ist die innere Unsicherheit und Verwirrung größer als vorher. Ja, das erlebe ich auch oft bei Klienten, dass sie glauben, sie müssten alles, was es zu diesem Thema zu wissen gibt, und das ist ja unglaublich viel, was man herausfinden kann, alles an Wissen in sich einpacken, und die kommen dann oft gar nicht dazu, irgendetwas damit zu machen. Genau, und das ist dann aber die verlorene Energie, beziehungsweise schwäche ich mich vielleicht sogar damit dann noch. Und
Wenn wir aber in den anderen Nutzungstyp gehen, ja, funktionale Nutzung beispielsweise, das wäre dann, wenn ich sage, okay, ich habe Partnerschaftsprobleme und in der Kommunikation stimmt es nicht, dann wäre ein Beispiel für eine funktionale Nutzung der Medien zu sagen, ich suche einen Therapeuten auf Google Maps oder in irgendeinem Branchenverzeichnis, ich suche mir raus, welche Spezialisierungstypen das es gibt, funktionale Nutzung. Das ist ein ganz zielgerichtetes Suchen von Informationen. Das ist auch nicht per se schädlich, ja, weil wenn ich einen Therapeuten suchen will und ich suche mir den im Internet raus, habe ich nicht gegen meine digitale Balance verstoßen. Typ 3, dysfunktionale Nutzung, da wird's wieder spannend. Wenn ich sage, okay, mein Partner und ich, irgendwie haben wir uns nichts mehr zu sagen, ich fühle mich nicht mehr verstanden, aber um dieses Problem zu umgehen, sitzen wir jetzt einfach abends schweigend auf der Couch und jeder ist am Handy. Oder wir machen jeden Abend Netflix an, und irgendwann schläft einer von beiden ein und der andere geht ins Zimmer. Das kann dann eine dysfunktionale Nutzung werden. Oder ich halte die Kinder nicht mehr aus. Das ist mir alles viel zu intensiv, das Laute, das Lebendige. Und dann kommt sofort YouTube rein, sobald die Kinder aus der Schule oder aus dem Kindergarten kommen. Das sind dysfunktionale Nutzungen. Ich benutze das Medium, um etwas anderes zu maskieren oder davor zu flüchten, mich davor abzulenken. Ja. Das ist dann schon eine gefährlichere Art. Und natürlich auch, wie jeder und jede, die zuhört, natürlich spürt, aha, wenn ich meine Beziehungsprobleme mit Netflix ertränke, werden sie sich nicht lösen. Sie werden im Untergrund gären, ja. Und es wird irgendetwas damit geschehen. Es wird nicht stehen bleiben. Dieses Problem wird sich weiterentwickeln, nur während ich quasi in eine andere Richtung schaue. Ich werde das Problem so nicht lösen können. Weil ich mich ja dem Konflikt stellen muss, etc. Also das sind dann, ja, also ich muss ins Handeln kommen. Und dann richtig schwierig wird es in der vierten Typ, pathologische Nutzung. Das heißt, wenn ich mir dann, sagen wir, ich bin in der dysfunktionalen Nutzung, ich gewöhne mir das an, vor meinen Problemen auf Instagram zu flüchten. Mhm. Ich gewöhne mir das an, vor meinen Sorgen in irgendwelche Online-Shops zu flüchten, etc. Quasi diese dysfunktionale Nutzung wird immer mehr und immer mehr. Und dann finde ich da zum Beispiel irgendwo eine Serie, die mich total fesselt, oder ich finde ein Online-Spiel, das mich total fesselt, oder einen Online-Shop, da wo ich immer wieder reingehe, egal was gerade los ist, dann kann ich in eine pathologische, also in eine krankhafte Nutzung gehen. Und das heißt dann, ich kann dann auch tatsächlich nicht mehr abschalten. Ich werde aggressiv, ich werde unruhig, wie Entzugserscheinungen eigentlich, ja, wenn ich nicht am Gerät sein kann, wenn ich nicht online sein darf, wenn ich kann mich bei der Arbeit nicht konzentrieren, bin ständig alle paar Minuten von innen heraus motiviert, wieder ans Handy zu gehen, diese App zu öffnen etc. Und kann quasi auch dem Alltag immer weniger abgewinnen. Die virtuelle Welt wird wichtiger wie die digitale Welt. Und alles, was in dieser digitalen Welt passiert, der Status meines Profils, die Anzahl meiner Likes, ob ich diesen Shop-Rabatt bekommen habe, das Level in dem Online-Spiel, das ich schon erreicht habe, wird wichtiger als die realen Dinge. Ich bin bereit, meinen Job zu verlieren, um stattdessen viel auf Insta sein zu können. Das ist pathologische Nutzung. Da muss man dann wirklich schauen, okay, was kann ich tun, um diese suchtartige Nutzung wieder zu harmonisieren? Wie komme ich da wieder raus? Und natürlich, Claudia, das ist dann dein Feld natürlich auch. Welche anderen Wege habe ich, mit diesen Themen umzugehen? Weil da diese ganzen Digital Detox Tipps, ja, das ist alles nett. Aber solange wir nicht bereit sind, den Grund dahinter zu sehen, wird jeder Digital Detox Tipp für uns nutzlos sein. Aha, also du meinst, dass wir wirklich erkennen, dass zum Beispiel bei der dysfunktionalen Nutzung der Medien das für mich eigentlich eine Kompensationsstrategie ist, ähnlich wie wenn ich von Drogen abhängig bin oder von Alkohol, dass ich praktisch eine Mischung aus Suchen und Flucht, denn das ist ja Sucht immer, ne? Ich suche sozusagen Ablenkung und ich fliehe vor meinen Problemen, dass ich das erkenne. Ja? Genau, ja. Dass ich das erkenne, dass ich mir auch die Erlaubnis gebe, das einzusehen, diese Strategie, die ich da gewählt habe, ohne mich natürlich dabei abzuwerten oder zu geißeln innerlich dafür und zu sehen, okay, wie kann ich wieder den Mut, die Kraft, die innere Bereitschaft aufbauen, mich diesen Themen zu stellen. Natürlich ist nicht jeder von Anfang an mit irgendeinem Problem oder mit irgendeinem Fluchtmechanismus startet der rein in eine destruktive Mediennutzung. Ja, am Anfang ist es natürlich cool, wir eröffnen ein Profil, dann läuft da ein bisschen was, das baut sich auf, wir bekommen Bestätigung und dann arbeiten aber die sozialen Medien und auch Online-Spiele und mittlerweile auch Shops mit diesem
Zuckerbrot-Peitsche-Prinzip mit Belohnung und Bestrafung in dieser intermittierenden Verstärkung. Und das heißt, ich bekomme immer, ich genauso wie du, genauso wie jeder, der zuhört, da ist niemand ausgenommen und auch wenn wir darüber Bescheid wissen, ändert das die Funktion dieser Medien nicht. Wir sind dem trotzdem ausgesetzt, werde ich belohnt und bestraft in unvorhersehbarer Form und Intensität. Jetzt fragt man sich vielleicht, wenn man zuhört, ja was, ich werde bestraft. Was können da Beispiele sein? Das heißt, ein Beispiel in Instagram oder Facebook, LinkedIn, Pinterest, wie sie alle heißen. Ich gehe rein und sehe, aha, ich habe 3 neue Follower. Das ist eine Belohnung. Liebe Person XY hat einen Kommentar da gelassen und ein nettes Emoji. Belohnung. Dann scrolle ich weiter. Die Konkurrenz hat was gepostet, das ich auch machen wollte. Boah, und hat voll viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Bestrafung. Scrolle weiter, sehe eine Anzeige für ein Thema, das mich sehr erschüttert, ein Problemthema der Welt. Bestrafung unter Anführungsstrichen, indem das es einen Schmerzimpuls auslöst. Scrolle weiter, sehe meine beste Freundin oder ehemals beste Freundin, die gerade glücklich neu verliebt ist und ich bin immer noch auf der Suche. Bestrafung, weil Schmerzimpuls. Scrolle weiter, sehe, schau, schönes Video meiner, wo ich ein Fan bin, hat ein neues Reel, gefällt mir. Kurze, positiver Impuls. Das ist gemeint mit Belohnung und Bestrafung in einem Online-Shop. Ich habe den tollen Rabatt ergattert. Ich habe jetzt 35% gespart. Aber das habe ich verpasst. Oder, das habe ich erst bestellt vor 2 Wochen und jetzt ist es im Sale. Das sind so diese künstlichen Mangelsituationen und diese Impulse von Belohnung und Bestrafung, positiver Reiz, Schmerzimpuls, das löst diese ganz intensiven neurologischen Prozesse aus, die wirklich suchtähnliche Reaktionen im Gehirn auslösen und die alle Erfahrungen, das ist eigentlich auch ein sehr springender Punkt, die alle Erfahrungen, die wir in diesen Medien und Apps machen, so löschungsresistent und intensiv in unser Gehirn brennt, weil es unserem Gehirn suggeriert, wie wichtig das ist. Es suggeriert eine enorme Wichtigkeit und ich glaube, das spüren wir alle, egal ob wir es beruflich oder privat nutzen, wie wichtig diese Dinge irgendwann erscheinen. Und der Betonung liegt auf Erscheinen, weil es ist ja alles nur bedingt real. Genau, das ist ja so ein Paralleluniversum, das eben nicht real ist. Und wir wissen ja auch inzwischen aus Veröffentlichungen, ne, und dass da jemand geplaudert hat, dass die sozialen Medien auch genauso aufgestellt werden und so konzipiert, weil es am Ende genau darum geht, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit so lang wie möglich da drauf bleiben, auf Instagram, auf Facebook, um eben dann auch genügend Werbeanzeigen zu sehen. Nun hast du ja gesagt, Monika, das weiß ich von dir, dass sich die Nutzung oder der Stress, den wir mit der Nutzung haben, verändert hat und sich verlagert, vor allem eben auf die sozialen Medien. Was hast du da beobachtet? Also als ich 2015 angefangen habe, das Buch Switch off und hol dir dein Leben zurück zu schreiben, das war ja auch ein bisschen längerer Prozess dann, als ich dann wirklich angefangen habe, das konkret zu schreiben, Termin, Druck und so weiter. Und das gibt es natürlich nach wie vor, keine Frage. Wir haben nach wie vor sehr, sehr volle Posteingänge. Wir haben nach wie vor sehr, sehr volle To-Do-Listen und Terminkalender. Aber der wahre Leidensdruck für viele Menschen hat sich tatsächlich auf die sozialen Medien verlagert, weil dort sehr viel sozialer Druck sichtbar wird. Dieses Mithalten können, dieses Entsprechen wollen, dieses auch ein herzeigbares Leben haben müssen, das auch dabei sein wollen in diesem ganzen Spiel sozusagen. Und wir sehen ja auch wirklich die Untersuchungen, die zeigen, es ist sehr, sehr belastend für unseren Selbstwert, vor allem wenn wir sehr viel Zeit auf Social Media verbringen. Und das gilt nicht nur für junge Damen oder junge Herren und Jugendliche, die dann Essstörungen entwickeln, das ist eine Seite, sondern das gilt für uns alle, weil wir in diesem konstanten Vergleichen, das unterbewusst ganz automatisch passiert, sehr viel Substanz verlieren können. Und wir ja eigentlich nicht als Vergleichsmaschine geboren worden sind, sondern eigentlich als soziales Wesen, also der ganze Vernetzungsgedanke und so weiter, der da natürlich auch ein großes Thema ist. Und es gibt ja auch sehr viele positive Aspekte von Social Media, aber wir können die negativen nicht ausblenden.
Ja, und ich denke, dass das natürlich auch mit unseren Grundbedürfnissen als Mensch spielt. Also wir haben ja dieses grundlegende Bedürfnis nach Bindung. Wir wollen zu den anderen gehören. Wir wollen in einer gewissen Weise wie die anderen sein. Und wir haben das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, also nach gesehen werden, nach Anerkennung. Ja? Und Unlustvermeidung gehört natürlich auch dazu, zu unseren Grundbedürfnissen. Und ich denke, da versuchen wir immer gefüttert zu werden. Wobei mir auffällt, liebe Monika, dass vielleicht ist es auch nur aus meiner Perspektive der Arbeit, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen eigentlich immer einsamer werden. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis einen Fall einer jungen Frau, die gerade 27 Jahre alt war und sehr Fame auf Instagram, ja, sehr fotogen, sehr viele Follower, sehr viele Likes und eigentlich hat sie so stark unter Depressionen gelitten, dass sie am Ende sich vor ein paar Monaten das Leben genommen hat. Das ist furchtbar tragisch, aber diese Kluft, ne, die da wirksam ist oder sichtbar zwischen ich zeige dieses wunderbare Leben her und wie toll ich bin und was ich da alles mache und wer mir alles folgt und auf der anderen Seite sterbe ich da so einen ganz einsamen Tod. Das ist doch eine Katastrophe. Das ist eine absolute Tragik, die du da schilderst und leider ist das sicherlich auch kein Einzelfall. Man kann jetzt natürlich nicht pauschal sagen, Social Media treibt dann die Menschen in die Depression, treibt die Menschen dann bis zum Suizid. Aber wir wissen natürlich, dass diese intensive Nutzung gewisse Veranlagungen in Richtung Depression, gewisse Veranlagungen in Richtung Suizidgedanken, gewisse Veranlagungen oder Prägungen natürlich sehr stark befeuern kann. Befördert. Genau. Ja. Und wir sehen natürlich diese Scheinwelt oder dieses Aufrechterhalten eines digitalen Avatars, der etwas repräsentiert, was ich selbst vielleicht gar nicht bin, natürlich tausend- und millionenfach in diesen Kanälen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, wenn dann die Einsamkeit so stark zuschlägt. Und es ist so, dass wir wirklich auch Umfragen haben, die diese Entwicklung in Richtung Einsamkeit bestätigen und dass gerade auch das Gefühl von dem Beobachten der anderen im Außen, in dieser virtuellen Welt, uns innerlich sehr stark ein Ausgrenzungs- oder Ausgeschlossenseinsgefühl gibt. Hm. Weil wenn Freunde feiern und wir sind nicht eingeladen worden, dann blutet das Herz. Wenn ein Ex-Partner sich plötzlich wieder neu glücklich verliebt und ich sehe das, dass da eine neue Partnerschaft aufblüht, dann zerreißt das Herz. Ja? Also wir sehen natürlich, bekommen sehr viele Informationen, die wir normalerweise so in der Form nicht hätten. Und da müssen wir uns selber schützen, weil das Netz wird es nicht für uns tun. Es ist ganz wichtig, dass wir, wie wir es eingangs schon gesprochen hatten, dass wir dieses Gefühl für uns selber, dieses Hören auf die innere Stimme, auf die Signale und so weiter ganz, 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 ganz stark in unseren Alltag wirklich aufnehmen, dass wir das kultivieren, dass wir uns da stärken, diese innere Stärke wirklich in den Fokus stellen, je digitaler unsere Welt wird, desto stärker sollte unsere innere Welt werden, weil wir ansonsten wirklich mitgeschwemmt werden können mit alledem und selbst wenn wir keinen Fame haben oder keine große Anerkennung finden in diesen Medien, denken wir, aber wenn ich dann XY erreicht habe, dann fühle ich mich besser. Und das Gegenteil ist leider oft der Fall, weil diese Menschen sich dann sehr oft auch ein Gefängnis bauen. Weil dieses ständige Berichterstatten im Außen, wo bin ich gerade, was esse ich gerade, mit wem, was ist gerade interessant, was trage ich gerade, welches coole Projekt habe ich, bla bla bla. Das ist ja ein Gefängnis. Absolut. Ich bin, wie du auch gesagt hast, ich habe auch in meinem Fall Instagram als Kanal, wo ich meine Bücher, meine Seminare und so weiter natürlich auch vorstelle und in Kontakt bin mit Menschen. Aber ich nehme mir ganz bewusst immer wieder diese Auszeiten, wo ich nicht nur einen Tag offline bin, sondern mehrere Tage offline bin, wo ich wirklich sage, okay, und ich spüre ja an mir selber auch manchmal dieses nagende Gefühl von, boah, ich glaube, ich sollte irgendwie mehr tun, weil, ja, oder ich sollte das anders machen, weil. Und dann besinne ich mich wieder und nehme mir am Abend ein, zwei Stunden Zeit und reflektiere das für mich, sage, wo kommt denn das her? Nein, ich muss nicht eine neue Canva-Farbe für Instagram suchen, sondern ich muss mich wieder daran erinnern, was mein Kern ist, was meine wahre Botschaft ist, wo mein Zentrum liegt. Weil wir sehr, sehr stark zerrissen werden. Und gerade
wenn wir schon in einer Phase sind, in der wir eher wackeln, sage ich mal, oder in der wir eher suchen, und jetzt seit der Pandemie, ich meine, wir wackeln alle. Ja, auf unsere eigene Art und Weise haben wir alle Das stimmt. irgendwelche Themen, die gerade aktiv sind. Und wir alle sind konfrontiert mit Ängsten. Wir alle sind konfrontiert mit vielleicht sogar alten Traumata. Wir alle sind konfrontiert mit einer schwierigen Situation, in der wir nicht genau wissen, an welchen Parametern wir jetzt unsere Entscheidungen treffen können. Und da sind wir natürlich besonders labil, besonders empfänglich für solche Irritationen. Und gerade da noch mehr nicht die Antworten und die Richtungsweisung im Außen zu suchen, weil wie wir es schon hatten, dann habe ich immer noch mehr Impulse und weiß erst recht nicht mehr, was ich tun soll. Und außerdem haben die anderen ja offensichtlich das alles schon auf der Reihe, nur ich bin die Einzige, die das hier nicht gebacken bekommt, ja, sondern zu reduzieren, zu reduzieren. Wirklich es ein paar wesentliche Kanäle suchen, die wirklich vom Gefühl her Substanz geben, die von denen man wirklich das Gefühl hat, da kommt etwas ganz Besonderes bei mir an, und die anderen mal weglassen. Es ist wirklich eine Kunst des Reduzierens. Aha, also diese vielen Möglichkeiten. Wir hatten ja noch nie so viele Möglichkeiten. Ich zum Beispiel finde es ganz toll, dass ich alles Wissen der Welt, ne, im Internet finde, weil ich eben kein Digital Native bin. Also nicht mit dieser Möglichkeit geboren. Aber es geht darum, aus der Möglichkeit eine, ja, für sich passende Wahl zu finden. Genau, und diese Wahl, die ich dann getroffen habe, die dann auch wieder persönlich zu vertiefen. Wie gesagt, dass ich dann diese Impulse, die ich finde, diese Orientierungen, diese Tipps, ja, alles Mögliche, dass ich die dann nehme und was damit mache. Weil nur das reine Aufnehmen oder Lesen oder wir glauben oft, dass wenn unser Verstand etwas erfasst hat, dann sind wir schon da. Aber das ist leider trügerisch, weil der Verstand, der hat so, erstens hat der Verstand viel vor, ja, da wisst ihr, blinkt da schon das nächste, und hier gibt's auch noch was zu sehen, und die Headline ist ja noch viel reißerischer, und das YouTube-Video klingt ja überhaupt am spannendsten, sondern der Verstand hat nie genug. Aber wir müssen schauen, okay, jetzt habe ich diese Information, da war was für mich dabei, da hat was resoniert, den Tipp finde ich interessant. Was mache ich jetzt konkret damit? Wie setze ich das um? Wie lebe ich das? Also nicht Wissen raffen oder Informationen raffen, sondern Informationen aufnehmen und auch verarbeiten. Also diesen zweiten Schritt nicht vergessen. Und dann umsetzen im Leben. Dieses We are Creators-Prinzip, also mein Slogan ist ja immer das We are Creators, wir sind Schöpfer, Gestalter. Gestalter, und leben wir auch so, ja? Weil es gibt ja auch viel jetzt gerade in Persönlichkeitsentwicklung, ja, und du bist der Schöpfer deines Lebens. Ja. Aber das heißt auch, der Schöpfer ist nicht nur jemand, der ein Vision Board erstellt, sondern auch jemand, der dann ganz konkret ins Handeln geht, ganz konkret in die Umsetzung geht. Und da ist einfach für mich jetzt in dem Kontext, über den wir heute sprechen, die große Einladung für uns, trotz aller virtuellen Verführungen und trotz aller endlos sich nachladenden Bildschirme und trotz aller Millionen Antworten auf eine einzige Suchanfrage, die Reduktion auf das, was resoniert wird, dieses Gefühl aufzubauen, dieses Gefühl zu kultivieren, zu lernen, zu behalten, wo Resonanz da ist, und dann diese eigene Kraft und diese eigene Fähigkeit der Umsetzung nicht unterschätzen. Wir brauchen nicht für alles Führung von außen. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann habe ich so ein schönes Bild, während du das sagtest, Monika, nämlich das Aufnehmen, was mit mir in Resonanz geht, also wo es Ja in mir sagt, wo es vielleicht da ein Okay innerlich gibt, das zu verarbeiten, mein persönliches, individuelles Ding damit zu machen und das auch dann in mein Leben zu bringen, ja? Wir suchen natürlich durch diese kurzen Headlines in YouTube, durch diese knackigen Canvas in den verschiedenen Social Media Plattformen, werden natürlich die Aussagen immer alle ganz so spitz gemacht, ja. Und gerade wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung sind, und wenn wir spüren, wir wollen uns entwickeln, wir wollen gewisse Themenfelder in unserem Leben klären, dann ist es aber immer nötig, aus dieser schnellen, kosmetikartigen Behandlung der Dinge auszusteigen und in ein substanzielles Arbeiten und Hinschauen hineinzugehen.
Und da ist so die Kluft irgendwie so groß. Weil wir können ja immer, dann haben wir etwas gefunden, wo wir sagen, ja, das spüre ich, da tut sich was in mir, aber boah, das ist jetzt aber schon viel verlangt. Oder boah, das ist jetzt aber schon anstrengend. Aber ich würde einladen wollen, genau da dran zu bleiben. Weil dieses schnelle 3 Tipps zum ewigen Glück, das wird vermutlich nicht klappen. Und entsprechend möchte ich da wirklich die Einladung mitgeben, diese vielen Headlines zu hinterfragen, den Realismus auch zu bewahren, dass wir Menschen sind, dass wir unsere eigenen inneren Prozesse haben, dass wir ein komplexes Wesen sind, dem wir uns widmen dürfen. Ja, ich fand das ganz schön, dass du das ansprichst. Das ist was ich Klienten auch gerne sage. Dieses in 10 Schritten zum Erfolg oder du musst nur mal schnell diese oder jene Wundersache machen und dann ist dein Problem gelöst. Das muss man wirklich immer wieder sagen, auch sehr intelligenten Menschen. Das ist fake. So funktionieren wir nicht. Ich finde, das Beste an unserem Wesen ist, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Verhaltensmuster zu hinterfragen, uns zu beobachten. Und dann das mit Bewusstheit zu verändern. Aber das ist ein Prozess, der dauert und auf den muss man sich auch einlassen wollen. Und der hat auch immer wieder Tiefschläge. Ja. Und so geht Veränderung nachhaltig von innen nach außen und eben nicht hier hast du mal schnell 10 Wundermethoden und dann wird alles gut. Ja. Ich bin da so bei dir und für mich war es damals, als ich selbst diese klinische Depression hatte mit 26 und ich war damals schon sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, habe viel gelesen, war regelmäßig bei meiner Kinesiologin damals und so weiter. Und es hat mich, Claudia, es hat mich innerlich zerrissen und fertig gemacht, das Gefühl zu haben, ich bin selber schuld, unter Anführungsstrichen, an dieser Depression, ja. Weil ich habe es ja offensichtlich nicht auf die Reihe bekommen, das richtig zu manifestieren. A, B, einfach nur glücklich zu sein. C, einfach jetzt mal die richtigen Gedanken zu denken und außerdem das umzusetzen, was mir hier jetzt da vorgebetet wurde. Das hat mich total zermürbt. Ich habe mir gedacht, was, ich habe mir die Schuld gegeben an dieser Krankheit. Ja. Ja, ich hätte das ja offensichtlich laut diesen ganzen Tipps so ganz locker flockig das Ruder rumreißen können. Und ich habe versucht, dieses Ruder herumzureißen. Aber es hat nicht geklappt. Es ist immer schlimmer geworden. Die Symptome sind immer extremer geworden. Es ist immer dünkler geworden, ja. Und dementsprechend bin ich seither auch immer, werde ich nie müde zu sagen, ja, du kannst dir, wir alle, können uns da Tipps und Anregungen holen. Und auch wenn ich selber einen Blogbeitrag schreibe oder in meinen Büchern, das sind Angebote. Aber die wirkliche Umsetzung, die wirkliche, auch dann schlussendlich Heilungsschritte oder Klärungsschritte, die sind damit noch nicht getan. Und auf keinen Fall sollten wir der Illusion erliegen, dass wir in diesem Persönlichkeitsdschungel nur die eine Schatzkammer übersehen haben. Und dann wäre alles lockerflockig, weil die gibt es nicht. Leben ist Entwicklung, genau. Leben ist Herausforderung, Leben ist Wachstum. Mit allen Schmerzen und mit allen Erfolgsmomenten und mit allen Glücksmomenten, die da mitkommen. Und das ist eben genau das, was mich bei dir auch fasziniert, dass so wirklich diesen Tiefgang, den kann man spüren. Den hat man oft erst aus eigener Erfahrung. Ne? Es gibt diesen ganz tollen Ausspruch, den ich sehr mag, von diesem buddhistischen Mönch Thich Nhat Hanh. Der hat gesagt, ich kann durch mein eigenes Leid, also durch das, was ich erfahren habe, deines erst sehen. Mhm. Ja? Und deswegen ist das eben nicht nur mal eben aufgeschrieben, sondern du meinst das auch so. Und das ist ja auch in dem anderen Buch, Finde Klarheit, von dir sowas ganz Authentisches. Kannst du mir mal beschreiben, Monika, was eigentlich dein größtes Learning war auf diesem Weg, dich von diesem digitalen Außen, von der Parallelwelt unabhängiger zu machen? Was ist dir am schwersten gefallen? Nein zu sagen. Mich abzugrenzen. Mir ist am schwersten gefallen, eine unter Anführungsstrichen schlechter Follower zu sein, ja, nicht alles liken zu müssen, was die anderen jetzt reinstellen, damit sie sehen, ich als hochempathischer Mensch, die Monika mag mich, ja, bei Kunden, ja, dass ich nicht alles, was ich in der realen Welt mache, alle Freundschaften, die ich pflege, alle Geschäftsbeziehungen, die ich habe, dass ich die alle in der virtuellen Parallelwelt nochmal pflegen muss, ja, sondern dass ich den Menschen ich sage oft auch, danke, ich folge nicht zurück, weil ich bin ein ganz schlechter Follower.
Ich werde deine Sachen sowieso nicht liken und sehen, aber wir treffen uns ja dann in 2 Wochen eh wieder, weißt du so? Einfach dieses, ja. diesen Druck des Verdoppelns meines Lebens und des Aufwandes rauszunehmen, nicht erreichbar zu sein, ja? Das Handy, ich war früher einer der Menschen, die wirklich nachts um 2 abgehoben haben. Bei Liebeskummer von Freundinnen. Ja. Ja, so, ich war so jemand. Oder auf jeder Autofahrt, ich habe mich immer sehr viel gekümmert um alle. Das klingt jetzt so komisch, ja? Aber du weißt, was ich meine. Nein, gar nicht. Und ich habe in jeder Autofahrt mit jemand anderem telefoniert. Und jetzt seit Jahren gibt es da nur noch ruhige Musik beim Autofahren. Keine Telefonate, die mich belasten. Einfach wirklich das Abgrenzen, das Nein sagen, mich zurücknehmen, mir zu erlauben, für mich selber auch Raum zu lassen. Dinge abzusagen. Und das wird durch die virtuelle Welt natürlich alles schwieriger, ja? Weil man ist viel beobachteter, man beobachtet viel mehr, man ist viel erreichbarer. Ja, warum schreibst du nicht zurück? Ich habe gesehen, du hast es gelesen, bla 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 bla. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass alle, die mich gut kennen, wissen, ja, es kann auch mal 5 Tage dauern, bis die Monika ein WhatsApp beantwortet. Und wenn es wirklich dringend ist, dann muss ich anrufen. Das wissen meine Freunde, das weiß mein privates Umfeld und geschäftlich. Ist es ohnehin, habe ich meine klaren Regeln. Und das war für mich das größte Learning, dieses mir erlauben, diese klaren Grenzen in dieser an sich grenzenlosen virtuellen Welt zu setzen und mich selber wichtig zu nehmen, meine Bedürfnisse über dieses ständige abgefragt werden aus der digitalen Welt zu stellen und da klare Grenzen zu haben. Aber wenn ich dich richtig verstehe, hast du dir deine Selbstbestimmtheit zurückgeholt und hast es dann auch klar kommuniziert. Also das ist ja mutig, ne? Man muss ja dann nach außen gehen und eben sagen, ja, es kann sein, dass du erst in 5 Tagen eine Antwort bekommst. Ne? Wenn die Leute das dann einmal klar haben, dann ist es vielleicht einfacher. Ne? Aber das erstmal zu sagen, das ist schon nicht so easy. Weißt du, ich habe für mich zum Beispiel geübt, meine E-Mails vom Handy zu nehmen, ne? Also auch die beruflichen. Das habe ich gemacht und ich habe diese gigantische Erleichterung gespürt, die es bedeutet, wenn ich eben nicht auf dem Handy auch noch die Mails habe, weil man guckt ja doch immer rein. Ne? Was kann ich noch als kleine Schritte machen, die ich gerade so schaffen kann? Ich finde es immer wichtig, dass man die Treppe so in kleinen Schritten hochgeht. Ja, was kann eine Hörerin, ein Hörer, der das jetzt hört und merkt, Mensch, ich bin da wahrscheinlich auch so ein Junkie, ich stehe schon früh auf, guck bei Instagram rein. Was kann man noch als kleine Anfangsschritte in seinem Leben etablieren? Also du bringst da schon gleich 2 super Beispiele. Einerseits alle Apps vom Handy zu nehmen, die nicht wesentlich sind. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel auch gleich wie bei dir. Ich habe seit 5 Jahren keine E-Mails mehr am Handy und es hat meiner beruflichen Laufbahn in keinster Form geschadet. Ja. Aber wie du sagst, es hat all meine anderen Alltagstätigkeiten und Routinen wesentlich ruhiger gemacht. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, E-Mails am Handy zu haben. Ich sehe keinen einzigen Grund dafür. Alle Apps runterzunehmen, die ich nicht unbedingt brauche und probeweise auch mal die Apps runterzunehmen, die mich so reinziehen, wo ich merke, ich wollte auf die Uhr schauen und der Daumen ist schneller in der App, als ich denken konnte. Die Apps sind die spannenden, weil da hat dieser Zuckerbrot-Peitsche-Mechanismus, dieser digitale Trampelpfad, dieser neurologische, der hat da schon ziemlich zugeschlagen. Das heißt, mal vielleicht probeweise weg mit dem und schauen, kann ich das vielleicht am Rechner bündeln? Das ist so meine Strategie. Was kann ich alles am Rechner bündeln? Bleibe ich lieber nach der Arbeit noch 20 Minuten am Rechner sitzen? Mach die eine Shop-Bestellung noch? Ich beantworte beispielsweise auch meine WhatsApp gebündelt am Rechner. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, ja. Oder mach ich dort noch meine Instagram oder meine Facebook-Nachrichten oder meine LinkedIn-Kontakte und häng das hinten dran, geh aber dann mit einem quasi sehr, sehr leichten Smartphone in den Abend. Und wenn ich dann in diesem Abend bin, dann ist meine Einladung immer, sich an die 2-Stunden-Regel zu halten. Das heißt, eine Stunde vor dem Schlafen und eine Stunde nach dem Aufwachen wirklich offline zu sein. Das kann unterschiedlich aussehen. Leg dann mein Smartphone ins Büro zum Laden im Flugmodus und ich bin in der restlichen Wohnung, gehe dann schlafen. Und ich bekomme dann immer wieder Nachrichten, wo dann Leute schreiben, ich habe Facebook gelöscht und nie wieder reinstalliert. Oder ich mache seither meine WhatsApp auch am Rechner und ja, nach den ersten 1-2 Wochen, wo die Verwandtschaft oder die
Blabla, mit wem ich halt da viel hin und her schreibe, zuerst mal ruppig waren, hat sich da jetzt jeder daran gewöhnt, dass ich quasi einmal am Tag um 17 Uhr antworte und dann voraussichtlich erst wieder am nächsten Tag. Also das ist wirklich, wir dürfen da unsere eigenen Grenzen setzen und schauen, was uns gut tut und was nicht, und unbedingt dieses Gefühl, diese innere Wahrheit, diese inneren Signale da dranbleiben und die nicht verschütten lassen. Mhm. Machst du denn die Erfahrung in deiner Arbeit, du hast ja doch mit vielen Menschen zu tun, auch wenn du deine Vorträge hältst oder unterwegs bist, machst du denn die Erfahrung, dass es da Hoffnung für uns gibt? Also vielleicht auch eine starke, bewusste Bewegung oder Gegenbewegung zur Sucht oder eine Bewegung, die sich in Balance versucht? Also ich beobachte im Vergleich jetzt zu meinen ersten Monaten und Jahren in diesem Feld, zu wo ich wirklich angefangen habe zu recherchieren, 2013, schreiben, 2015, publizieren, 2017 bis jetzt, 2022, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung stark wächst. Also als ich damals mit Switchoff auf den Markt gegangen bin, 2017, da war das so, ja, mein Gott, ja, das ist eine tolle Idee. Ja, eine tolle Idee. Mhm. und jetzt ist es wirklich so, dass die Leute sagen, boah, ich spüre das an mir, ich beobachte das an mir, ich beobachte das in meinem Umfeld, ich beobachte das speziell an Person XY oder an meinem Kind. Und ich will da eigentlich nicht mein Leben verlieren an das Ganze. Und das Problembewusstsein steigt, weil natürlich auch die Schmerzen diesbezüglich steigen und gerade die ganzen Phasen der Lockdowns und so weiter haben da richtige Wellen natürlich in unser Leben gebracht, die uns ganz stark konfrontiert haben mit vielen dieser Dinge. Und dementsprechend wächst jetzt die Suche nach Antworten, die Suche nach Tipps. Es kommen auch immer mehr Coaches diesbezüglich auf den Markt. Und das ist total schön, dass dieses Bewusstsein wächst, aber das Bewusstsein wächst, weil der Schmerz wächst. Also insofern ist es nicht schön, weil einfach der Druck immer größer wird und weil die Konfrontation immer intensiver wird. Dennoch, glaube ich, ist es für mich so, dass die eigene digitale Balance zu finden, diesen eigenen gesunden Umgang zu finden und auch zu halten, das ist ein konstantes Dranbleiben, sich nicht mitschwemmen zu lassen, ist für mich eine der absolut wichtigsten Grundlagen für ein gelungenes Leben überhaupt. Weil wir ansonsten keine Kraft mehr haben für ein gelungenes Leben, weil wir keine Nerven mehr haben für ein gelungenes Leben und auch keine Zeit mehr haben für ein gelungenes Leben. Und darum ist es für mich nach wie vor, auch wenn das Buch jetzt schon, wirklich schon viele, viele, viele seiner Worte nach draußen gegeben hat, immer noch so ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, weil diese Grundlage eine neue Grundlage ist. Die Grundlage gab es noch nicht früher und jetzt ist es plötzlich so fundamental wichtig. Absolut. Monika, habe ich jetzt in all dem, was wir besprochen haben, noch was vergessen, was dir sehr wichtig ist in Bezug auf unsere digitale Balance? Ja, dass wir wirklich schauen dürfen, wie geht es mir damit, ehrlich sein mit sich selber und dass wir wirklich keine Angst haben sollten vor diesem unter Anführungsstrichen leeren Raum außerhalb der virtuellen Welt, vor dieser Langeweile, die da vielleicht zuerst mal ist, vor diesem Wiederhinschauen zu meinen Themen, zu meinem Alltag, zu meinen Hobbys, dass ich wirklich sage, okay, die Zeit, die ich da jetzt mir zurückhole von meinem Smartphone und auch wenn ich damals zuerst nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll oder wie auch immer, dass ich das trotzdem mache. Dass wir nicht aufhören, für uns selber zu sorgen, nur weil es gerade ein bisschen unbequem wird. Und natürlich das 14-Tage-Programm in meinem Buch, das gibt da ganz viele Impulse und Anregungen, wie man sich einfach neu ausrichtet, neu orientiert im eigenen Alltag und wieder in eine andere Form der Wahrnehmung zurückkommt. Und dazu lade ich natürlich jeden ganz, ganz herzlich ein und auch in dem Wissen zu bleiben, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alle konfrontiert mit dieser neuen Welt. Und wir dürfen auch, wenn wir selber was beobachten an anderen oder wenn wir selber positive Erfahrungen machen, dürfen wir das teilen, weil mehr Menschen suchen nach Entlastung, nach Gelassenheit, nach wieder einem Gefühl von Sicherheit und echter Anbindung. Und das ist wohl das Allerwichtigste überhaupt, dass wir trotz aller digitalen Möglichkeiten so diese reale
Verbindung, diesen echten Austausch, dieses echte Lernen und Umsetzen, dass wir das absolut priorisieren. Schön gesagt, Monika. Switch Off, ne, heißt das Buch deines von Monika Schmiederer. Und dazu lädst du ja ein zu einem 14 Tage Offline-Abenteuer, wo man sich selber wieder wahrnehmen kann, finde ich sehr spannend. Link setze ich natürlich in die Shownotes dieser Episode, auch den Kontakt zu Monika und die Website. Monika, ich fasse nochmal zusammen, was ich für mich mitgenommen habe. Also um das auch vielleicht nochmal für die Hörer auf den Punkt zu bringen. Zum einen geht es darum, sich selber zu beobachten und wahrzunehmen, Mensch, hab ich eigentlich noch die Führung über mein Online-Verhalten, über mein Bildschirmverhalten oder bestimmen die sozialen Medien und die ganze Online-Welt mich, ne, dass ich das vielleicht erstmal wahrnehme, wie verhalte ich mich eigentlich? Und im zweiten Schritt für mich kleine, aber machbare Schritte auswähle, wie zum Beispiel experimentiere, bestimmte Apps vom Handy zu nehmen oder die E-Mails oder eben dann vielleicht auch in meiner Partnerschaft, in meiner Familie miteinander abzusprechen, dass man eben abends ein, zwei Stunden vor dem Schlafengehen die Handys weglegt oder ausmacht und dass ich auch morgens schon mal mit einer handyfreien Stunde starte und nicht gleich wieder früh, nachdem ich aufgestanden bin, schon gucke, was machen die denn da alle, ne, auf Instagram und wer hat was geliked. Wenn ich damit kleine Erfolgserlebnisse habe, dann zu versuchen, schrittweise mir mehr Raum für mich zu schaffen, dass ich auch aushalte, dass nicht immer was passiert, dass ich mich wahrnehmen lerne, auch wenn ich mich mal öde anfühle, dass es trotzdem ein Bei-mir-Sein ist. Was würdest du noch ergänzen? Ja, und eben auch die Langeweile natürlich auch mal wieder willkommen heißen und die Stille, das Nichtstun, nachdem wir uns ja offiziell alle sehnen, aber dann inoffiziell, dann ist die Hand doch wieder schneller am Smartphone, als wir überhaupt denken können, sondern dass wir auch die Projekte angehen, von denen uns das virtuelle Vergleichen vielleicht abhält, weil wir denken, ah, das können die anderen eh alle besser und unsere eigene schöpferische, kreative Kraft einfach wieder mehr einsetzen, anstatt so viel Energie und so viel Aufmerksamkeit und Lebenszeit in diesen digitalen Kanal zu schwemmen. Ja, und diese Energie ist ja nun mal begrenzt, ne? Wir haben am Tag nur 24 Stunden und unsere Aufmerksamkeit ist halt auch irgendwann, ja, down. Ja. Monika, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für deine wunderbaren, auf tiefgründigen, selbstehrlichen Auskünfte, die du uns da gegeben hast. Wir bleiben in Verbindung, ja? Ich freue mich darüber und darauf und wünsche dir alles, alles Liebe, liebe Claudia. Vielen herzlichen Dank für deine schöne Arbeit. Und das war Episode 104 des Leben, Lieben, Lassen Podcast. Schön, dass du mit dabei warst. Und wenn es da jemanden gibt, von dem du denkst, dass dieses Thema und auch dieser Podcast für diesen Menschen ebenso spannend sein könnten, dann teile gerne den Leben, Lieben, Lassen Podcast. In Kontakt kommen wir, wenn du möchtest, auf Instagram @Leben, Lieben, Lassen Podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich, da findest du mich, aber auch auf Facebook, Telegram und der Inside Timer Meditations-App. Wenn du Fragen hast, die dich und dein Leben betreffen, dann stelle die gerne in der Leben, Leben, Lassen Sprechstunde. Einmal im Monat beantworte ich dort die Hörerfragen und dann kannst du Teil der Show werden. Den Link zur Leben, Leben, Lassen Sprechstunde findest du ebenfalls in den Shownotes. Leben, Leben, Lassen gibt's auch auf Steady, der Unterstützerplattform für Kreative, auch das in den Shownotes. Und du unterstützt mich auch, wenn du likest, kommentierst, empfehlst. Und ich freue mich sehr über 5 Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify. Und nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, wenn er dir gefällt. Wir hören uns schon in einer Woche wieder. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit, egal wo du mich gerade hörst. Alles Liebe, deine Claudia.